Wie macht man Karriere? Das war damals eben erstaunlicherweise nicht aufgrund oder nur zum Teil aufgrund des Musikwettbewerbes, bei dem übrigens unter den anderen Preisträgern auch Ingrid Hebler, die bezaubernde Mozartspielerin war, und Jörg Demus, der ja mein Partner im Vierhändigen Spiel wurde und ein von mir auch heute noch hochgeschätzter Pianistenfreund. Also weniger der Wettbewerb als so ein internationales Ereignis, aber dann auch noch der Glücksfall, dass gerade Ende der 40er Jahre, aber vor allem im Jahr 1950, die Langspielplatte geschaffen wurde. Das war ein Weltereignis in der Musik, das man gar nicht hoch genug veranschlagen kann. Also die Langspielplatte hat mir und meinen Kollegen sehr geholfen, denn zum ersten Mal in der Geschichte der Musik konnte man längere Werke aufnehmen auf einer Plattenseite, nicht wie früher, dass man für eine Symphonie, ich hatte zum Beispiel in der Aufnahme einer Bruckner-Symphonie, da brauchte man mindestens 8 Platten. Und da konnte man also eine Symphonie, wenn nicht auf eine Plattenseite, sondern auf 2 Seiten einer Platte bringen. Dadurch war natürlich ein unglaublicher Bedarf geschaffen nach Aufnahmen. Da hat man sich vor allem in Amerika, wo das ja entdeckt wurde, besonders bemüht, junge, noch nicht so namhafte Künstler zu finden, die dieses Repertoire einspielen könnten. Solo, mit Orchester, Kammermusik, alles. Da waren wir Wiener Pianisten aus 2 Gründen sehr günstig. Erstens mal ist Wien doch eine Musikstadt. Zweitens mal spielen wir, glaube ich, oder spielten wir zumindest recht gut. Und drittens, das darf man nicht vergessen, der Dollar stand irrsinnig hoch. 1 Dollar war 25,8 Schilling, also fast 26. Und mit anderen Worten, man konnte also für ein ganz billiges Geld konnte man einen Saal und die Technik mieten. Und wenn man uns Pianisten für meine erste Aufnahme des Forellenquintetts 500 Schilling angeboten hat, das waren also etwas mehr als 20 Dollar, dann war ich schon zufrieden und glücklich. Mit dem konnte man schon eine ganze Menge machen. Und so hatte ich das Glück aber, dass ich bei einer besonders guten Firma gelandet bin, namens Westminster, die einen der besten Wiener Toningenieure und Techniker und die besten damaligen Magnetophone genommen hat und schon in früheren Stadien als den wahren Klang, als Hauptmasche die anderen Firmen, sogar die ganz großen, Columbia, die das zuerst geschaffen hatte, buchstäblich überflügelt hat. High Fidelity war ein Name, aber Natural Sound, ja, das war das Schlagwort. Also kurz und gut, unser natürlicher Klang hat buchstäblich die Welt erobert und dann ein Jahr später kam ein australischer Musikchef, nämlich der Musikdirektor der ABC, der Australian Broadcasting Commission, auf der Weltreise nach Wien. Und hat mich neben ein paar anderen Solisten und Orchestern für eine ganz große Tournee von, glaube ich, fast 3 Monaten dauernd, für das nächste Jahr engagiert.